Heute bei Sonja. Gemein. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Weil er mir 250 Mark geklaut hat. Wieso ist es denn erst meine Schwester, dann bin ich es, dann war es auch mein Vater, später war es meine Mutter und der Kleine war auch noch dabei. Ich habe die Frauen geschlagen, das stimmt. Ich habe aber nie misshandelt. Lass mich in Ruhe. Ihr wart 83 Mal zusammen und wieder getrennt. Also die genaue Zahl hätte ich jetzt nicht gewusst. Wieso weißt du sie eigentlich, Nicole? Ich schreibe Tagebuch und will das auch irgendwann mal als unsere Geschichte veröffentlichen. Stellen Sie sich einmal vor, Ihr bester Freund, dem Sie natürlich vertrauen, verbreitet plötzlich Lügen über Sie. Oder Ihr über alles geliebter Partner wird plötzlich zum Brutalo und schlägt Sie. Lernen Sie Ralf kennen. Er sagt, gemein, du hast mein Vertrauen missbraucht. Herzlich willkommen. Ralf, wer war denn das und was ist passiert? Tja, also das war ein früherer guter Freund von mir, der das gemacht hat. Und ist eigentlich mies ausgegangen, kann ich sagen. Und was ist genau passiert? Die Geschichte fing ungefähr vor einem Jahr an, als ich also nach einem Dorf gezogen bin, was ich auch nicht kannte. Es dauerte nicht lange, ich war ungefähr so 3-4 Wochen war ich da, da lernte ich jemanden kennen aus dem Dorf. Und der sagte dann auf einmal zu mir, Mensch, wir haben doch einen Jugendraum, komm doch mal runter. Wie heißt der? Jugendraum. Nein, Stefan heißt er. Ja. Dann ging die Geschichte eigentlich so los, dass meine Schwester sich mit jemandem getroffen hatte. Und wenn man also, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich denke mal, wenn man jetzt irgendwo in einen Raum reinkommt, Sie kennen ja diese Hocker. Ja. Und da hängt man dann so eine Jacke drüber. Ja. Ja, und meine Schwester, die saß dann da und hat sich unterhalten. Ja, dann ist sie raus, weil sie auf Toilette musste, denke ich. Und in dem Moment kam, wie ich also gesehen habe, kam dann der Stefan rein und hat seine Jacke auch drüber gehangen. Also ja, hängen zwei Jacken übereinander. Ganz genau. In der Zeit kam meine Schwester zurück und hat sich dann wieder hingesetzt und hat dann ihre Getränke bezahlt. Und hatte dann eben so, wenn man im Gespräch ist, hat das Geld an so eine Jacke gesteckt. Sie hatte Geld dabei. Wie viel? 230 Mark oder 250 so ähnlich. 250 Mark hat sie dann in die Jackentasche gesteckt. Mhm. Und Und was sie nicht wusste, ist, dass eben die Jacke von dem Stefan da drüber hing. Ja, und dann ist der Stefan also dann rausgegangen nach einer gewissen Zeit. Und kam wieder rein und hat damit die Scheine rumgewählt. Hat gesagt, hier, guck mal, ich habe 250 Mark gefunden. Ja, das hat mich eigentlich nicht so weiter interessiert. Aber als meine Schwester zu mir kam und sagte, Mensch, Ralf, das ist von mir, das habe ich auch so gesehen, deine Jacke gesteckt. Ja, da bin ich dann zu ihm hingegangen und gesagt, wie sieht's aus, gibt es meine Schwester wieder? Das wollen wir doch ehrlich sein. Ne? Ja, und dann hat er es gemacht. Ja, und so war das eigentlich dann korrekt, denke ich. Ne? Schlechter Zug von deinem Freund. Sicher, schlecht ist es nicht, es kam ja später. Okay, wie ging es denn weiter? Tja, dann rief ich dann bei ihm zu Hause an, weil ich mit dem Bruder von ihm mal so ein Treffen hatte. Wir wollten wegfahren. Und da sagte er am Telefon nochmal zu mir, Mensch, Ralf, die 250 Mark, die waren von meiner Mutter, die musst du mir zurückgeben. Da sage ich, Entschuldigung, das ist nicht meine Sache, da muss ich mit meiner Schwester drüber reden. Ne? Ja, sagte er, ich will zurückhaben und es gibt Stunk. Sag ich, gut, in Ordnung, da habe ich aufgelegt. Es dauerte nicht lange, ungefähr 3-4 Stunden oder so, da stand er vor der Tür. Und dann sagt er, ja, wie sieht's aus, ich will mein Geld abholen. Da sage ich zu ihm, ja, da muss ich meine Schwester holen. Ja, und hat dann deine Schwester, Nicole heißt sie, hat sie ihm dann das Geld wiedergegeben? Nein, hat sie nicht. Weil sie sagte, ich sehe nicht ein, dass ich jemandem Geld gebe, was nicht ihm gehört. Sondern wie ging der Streit dann weiter? Ja, er hat dann mit Polizei gedroht und Anzeige und so. Und da habe ich gesagt, ja, mach mal. Tja, und am nächsten Tag kam er nochmal mit seiner Mutter. Und da hat die Mutter auch noch Stunk gemacht und sagt, so, jetzt fahren wir direkt zur Polizei und machen eine Anzeige wegen Diebstahl.
Ja, dann sind wir, also dann haben wir ein Schreiben gekriegt. Erst kam ein Schreiben, wir sind... Ihr seid jedenfalls vor Gericht gegangen dann auch? Ja, genau. Wie sah das Gerichtsurteil aus? Das sah so aus, dass wir also gewonnen hatten und wir mussten den anstatt 250, mussten den 300 Mark zahlen. Hat denn deine Schwester das Geld gestohlen oder nicht? Also hat sie es ausgegeben? Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass meine Schwester an dem Tag also so viel Geld mitgenommen hatte. Aber ob es jetzt so war, das kann ich eigentlich nicht sagen. Wie ist jetzt das Verhältnis zwischen euch? Verbreitet Stefan Gerüchte über euch? Ja. Also der macht mich überall madig, also schlecht kann man sagen. Ja. Ich arbeite bei uns in Dresweiler für die Gemeinde und dadurch lerne ich viele Leute von der Gemeinde eben kennen. Und egal, wen ich auch kennenlerne, er geht hin und macht mich schlecht und stellt mich als Dieb dahin. Und dann heißt es nachher, ja, mit einem, der klaut, wenn wir nichts zu tun haben und wir lassen dich nicht mehr rein. Unsere Sachen wollen gesichert sein. Ne? Stimmt es, dass dadurch auch eine Beziehung von dir kaputt gegangen ist? Ja, mit meiner Freundin, Ex-Freundin, ja. Wieso, wie konnte er die denn auch madig machen? Ja, Sie kennen doch die Geschichte mit den 1. Mai, wenn die Maihexen da was auf der Straße schreiben. Und bei uns haben sie dann eben anstatt mit Wasserfarbe, haben sie ja mit Lack, haben sie Anwaltsliebling vorgeschrieben vor der Tür. Und dann hat meine Freundin hat das dann gelesen, wo sie bei mir zu Besuch war. Und die war damit auch Leuten aus einem anderen Ort, war sie befreundet. Ja, und das ging eben dann so, dass sie sich untereinander haben sich unterhalten und das hat sie denen wahrscheinlich geglaubt und so ist das dann kaputt. Hast du das Gefühl, dass er jetzt eure Familie aus dem Dorf vertreiben möchte? Ja, das hat er auch selbst schon gesagt zu mir. Ich möchte dich für jetzt erstmal bitten, kurz in die Küche zu gehen, einen kleinen Moment Platz zu nehmen. Vielen herzlichen Dank. Erstmal, wir sehen uns gleich wieder. Wir möchten natürlich beide Seiten der Medaille anhören, denn es gibt ja immer zwei Seiten einer Geschichte. Herzlich willkommen, Stefan. Stefan, hallo. Dein Vertrauen ist auch einmal missbraucht worden. Ja klar, durch den, wo Ebe hier war. Wieso? Weil er mir 250 Mark geklaut hat. Und wie hast du denn die Geschichte mit dem Geld aus deiner Sicht erlebt? Es war ganz einfach, ich war da abends im Jugendraum gewesen. Und ich wollte heimgehen, da sind ich raus so in den Flur, da waren noch ein paar gestanden. Haben mich dabei gestellt, im Säckel gekramt, noch Müll rausholen und wegschmeißen. Ja, und auf einmal hast du 250 Mark in der Hand gehabt. Wie angenehm. Ja. Und dann sind sie reingegangen und sag ich, ja komm, zack, jetzt trinke mal einer. Und da haben sie aber wieder eingestochen und dann sind sie an die Kicker gegangen. Und das hat der Ralf mitgekriegt und auf einmal kam er so an die Kicker und sagt, hey, ey, die 250 Mark, die sind meiner Schwester. Und dann sag ich, jetzt komm, hau ab. Ich dachte, es hätte nur Spaß gemacht. Und dann kam er wieder an und sagt, das Geld ist meiner Schwester und hat er mal schon fast gedroht. Und haben sie ihm das Geld halt gegeben. Ja, aber du musst ja wissen, ob es dein Geld war oder nicht. Und wenn du ihm das vor allen Dingen auch noch zurückgegeben hast. Nee. Nee? Da fehlt ein Stück. Das ist eine grüne Jacke, ja? Ja? Hatte ich an. Zwei Jacken über Stuhl, kennen wir schon. Nein. Nee. Oh. Ich hatte eine grüne Jacke angehabt. Und die grüne Jacke hat mittags meine Mutter gerade angezogen, wie sie auf die Bank gegangen ist. Und da war die mit meinem Bruder, der sitzt ja noch. Und hat die das Geld gerade so in den Säckeln gestoppt, wie es ein Ausgang ist. Ja, und hat es vergessen rauszuholen. Und das waren auch rein zufällig 250 Mark? Das waren die 250 Mark, also ich meine, ich meine, das waren, also, weil sie hat gesagt, sie hätte 250 Mark verloren und du ja, hast ja, eben genau... Ja, rein zufällig. Ach so. Und ich meine, 250 Mark. Sicher ist Geld Geld, aber kann man das nicht irgendwie vielleicht im Guten ein bisschen regeln? Ich hatte ihm das Geld gern gehabt und sind heimgegangen, haben wir nicht dabei gedacht. Nichts dabei gedacht. Und meine Mutter, die war halt mittags Hafe gewesen. Nachmittags, nachts. Nachtwache macht die im Altenheim. Und dadurch, dass ich halt arbeiten musste, ja, passt schon. Habe ich die den ganzen Tag nicht gesehen. Und da hat die halt das Geld gesucht, dann kam ich heim. Dann hat sie mich gefragt, hast du 250 Mark von mir gesehen, die muss in die Jacke gestochen. Dann sag ich so, Moment. Habe ich auch erst mal überlegt gehabt. Ja, und da ist mal das kommt, die hast du doch dem gestorben kennen. Ja, und die Mutter, die ist dann direkt geplatzt, die fuhr hier. Und... Ja, und da hat sie mich halt nur aufgeschickt, bei ihnen, da noch Geld zu fragen.
Und dann sind ich hochgegangen bei ihm, was der eben im Telefon vertilt, dort stimmt nicht, dem seine Nummer kennen sie überhaupt nicht. Sind ich da hochgegangen, haben geklingelt und da war die Mutter an der Tür. Und ich gefragt, ist die Nicole da? Nö, bin ich weggeschickt worden. Die ist scharf, die kommt später, muss der anders nochmal kommen. Sind ich ein andermal wieder hochgegangen. Ja, und wie ich dann so 3-4 Mal hochgegangen war, da war sie immer noch nicht da. Und irgendwann ist dann meine Mutter mal mit meiner Luft getappt. Und dann haben wir, ach, zuerst wären nur die Ältere, ja, die Nicole ist nicht da, die Nicole ist nicht da. Und dann ist meine Mutter wieder gerade geplatzt und dann hat es der Madonna-Gewitter kennen, da kam auf einmal die Nicole an die Tür. Da war es auf einmal doch da. Ja, wie, was hältst du denn von den Vorwürfen, dass du ihn aus dem Dorf vertreiben willst, dass du ihn verleumden würdest? Warum? Vor allen Leuten schlecht machen. Ich sah nur, was war. Du gehst also zu seinem Arbeitgeber hin und sagst, hey, der Cloud, schmeiß den raus? Der schafft doch gar nichts, der mischt doch ABM bei der Gemein. Und wie war das mit dieser Schrift vor der Haustür? Du hast eine Beziehung entzweit. Hä? Du hast Anwaltsliebling wohl dahin, ein Hexenbrauch oder irgendwas? Mit Herzchen dran, das muss man dabei sagen, gell? Mit Herzchen. Ey, das war mein Nachgewäsch und da kriegt jeder was Passendes vor die Tür geschrieben. Ey, dass der das. Mein Nacht ist ein Brauch, ja. Erkläre ich das mal so. Und dann wird nachts so die Leute, Blume, Kübel, alles weggetragen und versteckt. Und mit Kalkfarb kriegt auch jeder was auf die Straße vor die Haustür geschrieben. Hast du das nett gemeint? Nee. Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wem ich glauben soll. Jetzt fragen wir noch mal Stefan, Quatsch, Ralf, bitte komm noch mal rein. Kann ich noch zu tauschen? Nee, du bleibst da. Ralf, wir haben jetzt eine ganz andere Geschichte gehört. Irgendwie wissen wir jetzt alle nicht, wem wir glauben sollen. Wer spricht denn jetzt nun die Wahrheit? Tja, wer spricht die Wahrheit? Also laut Gerichtsschreiben, wo er auch überall im Dorf rumzeigt, ganz groß, wo er sagt, ja, guck mal hier, wir sind da verklagt worden und hier Diebstahl und so. Sag mal mundruhig. Und da geht er hin und zeigt also so jeden und dann sagen die im Dorf, wir haben es schriftlich gesehen, es stimmt. Aber man kann ja auch sagen, man wird ja auch manchmal zu Unrecht verteilt. Ne? Verurteilt. Verurteilt, ja. Na gut, dann freue ich dich mal. Wo hat deine Schwester dann das Geld hergehabt? Das ist dir schon tausendmal gesagt worden. Die hat gearbeitet. Die hat ihren Lohn ausgezahlt gekriegt. Wo? Das ist Glücksrad? War das das Geld von deiner Mutter? War das das Weihnachtsgeld? War das, weil es ist dann war verschiedene Versionen hier. Naja, es sind mehrere Versionen, die du in Umlauf gebracht hast. Die von dir kommen sind und von deiner Schwester. Von mir kam überhaupt nichts. Ich hab, ne? Okay. Ihr streitet aber euch auch nicht nur um das Geld. Du findest, Nein. Um was noch? Also was mich überhaupt fuchst an der ganzen Sache und wo ich richtig sauer drüber bin, ist, dass die Beziehung kaputt gegangen ist. Ja? Mit einem, also einem Mädchen, was ich wirklich geliebt habe. Das ist wegen ihm kaputt gegangen. Er hat sich aber auch über deinen Kampfsport lustig gemacht? Ja, ich habe ein ziemlich großes Hobby, also Kampfsport, das mache ich schon mehrere Jahre. Darüber haben wir einen kleinen Einspieler, den schauen wir uns mal an. Was hältst du davon, Stefan, dass er sowas macht? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich es gesehen habe, also. Wusstest du nicht, dass er Kampfsport macht? Er hat es mir immer erzählt, ja, und hat einmal mit so einem Schako rumgefuchtelt, aber so viel kam nicht bei Riva. Also nicht, wie man es da jetzt gesehen hat, aber da mache nicht nur ich das ganze Dorf, wo ich darüber lächerlich mache. Weil er verzieht, er will Karate-Schule aufmachen und so, und das klappt, macht keiner mehr. Hier sitzt Thomas. Stefans Bruder Thomas. Herzlich willkommen. Was hast du jetzt von dem ganzen Streit mitbekommen und wie siehst du das? Wir wohnen genau gegenüber von der Bank und da ist sie gerade so hin und her geflitzt, wie es im Dorf halt so ist. Und hat die gerade so eine Jacke gesteckt und bei uns daheim war das gang und gäbe. Wer da eine Jacke braucht, der zieht doch gerade eine an und ist halt alles so groß Missverständnis in dem Sinn. Und
Wie findest du denn, dass das die zwei sich deswegen da so bekriegen und dass dann der eine den anderen schlecht macht und aus dem Dorf vertreiben möchte? Ja, schlecht mal tun sich schon gegenseitig. Also da macht der eine auch nicht schlecht. Also. Ja, und wie hätte es besser laufen können? Ja, der hätte das Geld zurückgehen sollen und fertig. Wie findest du denn, ist es normal, dass Ralf seine Schwester verteidigt? Hättest du das in dem Fall auch getan? Ja klar, sind Geschwister und da verteidigt mich, ist klar. Tja, um die Wahrheit herauszufinden, fragen wir jetzt einfach mal deine Schwester Nicole. Herzlich willkommen. Stell dich nicht so an, Stefan. Hallo Nicole, Hand aufs Herz. Hast du das Geld fälschlicherweise genommen oder nicht? Nein. Woher kam das Geld? Ich habe zu der Zeit gejobbt. Und hast es an dem Tag ausgezahlt bekommen? Genau. Und glaubst du, dass das alles ein Missverständnis war? Von ihm seiner Seite glaube ich nicht, sonst wäre es ja nicht vor Gericht gekommen. Glaubst du, dass es böswillig, ich sag jetzt mal, von Stefan ist, dass er extra sich gedacht hat, Mensch, da könnte ich noch mal 250 Mark kriegen? Genau. Moment. Die wollten mir im Jugendraum, wie ich dir das Geld genommen, sogar noch 50 Mark Finderlohn geben. Da sag ich, behalte, wenn du das Geld vor der Kind brauchst. Die wollte ich noch nicht immer haben. Nicht, dass das hier irgendwie platt gemacht wird. Aber es ist ja auch nett von ihr, 50 Mark Finderlohn. Die wollte ich ja noch nicht im Horn, weil ich wollte... Nein, aber ich meine von ihr, das ist doch auch fair. Hättest du halt gut gebrauchen können, oder? Ne, ich wollte sie ja noch nicht im Horn. Ich meine, du kannst das Geld auch gut gebrauchen, könntest dir neue Klamotten kaufen, oder? Mir gibt Sozialamt nicht das Geld, dass ich mal so kaufen kann. Wer erzählt dir eigentlich die Sachen vom Sozialamt? Du weißt doch über gar nichts Bescheid. Was schaffst du dann? Ich schaffe, ich habe einen Arbeitsvertrag. Wo? Meinst du, ich zeig dir den, oder was? Davon weißt du gemeine Diener selber nichts, dass du mit deiner Schippe rumrennst, 40 Stunden, worum ist ABM? Ich renne mit meiner Schippe rum. Ich wollte mal Stefan fragen, warum er denn das Geld dann wieder hergegeben hat. Ist ja ein bisschen dumm gewesen dann auch. Ey, wenn sie ankimmt und sieht, ist das Geld vom Kind. Er kommt zweimal an und droht mal schon, dass das Geld da hingeht. Ich hab überhaupt nicht gedroht. Natürlich hast du das schon so ein Mitglied rundherum. Ich hab zu dir gesagt, das ist von meiner Schwester, gib ihr das zurück. Na, eine Drohung ist für mich, wenn ich dir was anderes noch mal an. Ich kann ja noch mal angeblich Geld bei dir aus der Tasche aber klauen. Aber so, wenn du dir so sicher bist, dass es dein Geld ist, dann würde ich ja alles behalten dann eigentlich. Wenn du so sicher bist, dass es dein Geld ist, dann will ich es behalten. Ich wusste doch gar nicht, dass meine Mutter auf der Kasse mittags war. Kann man jetzt gut sagen. Das kannst du ja auch ausgegeben haben. Und kannst du der Mutter gesagt haben, genau. Tut mir leid, die Nico hat es geklaut. Nicole, wie siehst du das denn? Musste es unbedingt zu einem Gerichtstermin kommen? Meiner Meinung nach nicht. Wie hätte es denn besser ausgehen können? Er hätte vernünftig mit mir drüber reden können. So war es denn nicht, ey. Naja, sah deine Mutter. Wie geht es denn im Moment im Dorf? Das sind meine Eltern aus dem Spiel, ja? Die haben mit der Sache nichts zu tun, okay? Das war doch so. Das ist eine Sache zwischen dir und uns. Also lass meine Eltern bitte aus dem Spiel. Wie geht... Ach so, einen Moment mal. Seine Schwester war noch 2 Tage, bevor das mit der Polizei und so alles kam, bei uns. Hat bei uns gesessen am Tisch, hat Kaffee getrunken. Und dann habe ich sie mal so aus Spaß gefragt, wie es denn jetzt ist, ob es noch Ärger gibt. Und hat sie gesagt, nee, meine Mutter hat darüber gelacht, wie kann man Geld in eine fremde Tasche stecken? Wir können das jetzt hier nicht die ganze Stunde ausdiskutieren. Vielleicht redet ihr wirklich noch miteinander hinter der Bühne. Darf ich was sagen? Ja. Ich hätte gerne noch eine Frage an ihn gestellt jetzt. Ja, frag. Dann möchte ich mal gerne von dir wissen, warum du rumgehst im Dorf und erzählst, ich hätte das Geld aus der Jacke geklaut. Moment, deine Schwester hat nicht immer damit ingebaut, gell? Warst nicht nur du. Es ist eine Sache zu... Ich sag, du kannst... Wieso ist es denn erst meine Schwester, dann bin ich es, dann war es noch mein Vater, später war es meine Mutter und der Kleine war auch noch dabei. Nee, ihr zwei habt zusammen gemacht, ihr habt Du hast erzählt, meine Schwester wird den Kleinen dazu animieren, an die Jacken zu gehen und da Geld rauszuholen. Ach, du Dummschwätzer. Dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank. Lernen Sie nun Olaf kennen. Olaf kommt auch zum Thema Freundschaft. Herzlich willkommen. Olaf, hast du zurzeit eine Freundin? Nee, zurzeit nicht mehr. Wie kommt es denn? Was ist mit der letzten Freundin passiert?
Tja, das ist nach einem großen Krach auseinandergegangen. Und seitdem habe ich keine feste Freundin mehr. Nur noch ab und zu mal Beziehungen und sonst nichts Festes mehr, weil ich keine richtige Lust mehr habe, irgendwie was Festes nochmal wieder anzufangen. Wie sollte deine Traumfrau aussehen? Tja, das Aussehen ist mir an sich ziemlich... Sein? Ziemlich egal. Sie sollte ja, offen, ehrlich und verständnisvoll sein. War das deine letzte Freundin? Ja. Bereust du es, dass es auseinandergegangen ist? Doch, ziemlich. Würdest du sie gerne wieder zurückhaben? An sich schon, ja. Aber ich glaube nicht, dass es nochmal wieder möglich wäre. Warum? Tja, weil... Weiß nicht. Habe ich einfach das Gefühl danach. Glaubst du, dass du Fehler gemacht hast? Ja. Welche denn? Tja, nachher zum Schluss war ich auch handgreiflich geworden. Also ich habe sie auch mal eine reingehauen. Was ich selber nicht so toll finde, ich habe auch was dagegen gemacht. Habe mit dem Arzt, Psychologen, wegen der ganzen Aggressivität. Und mittlerweile weiß ich auch, woher das kommt und tja, habe es abgeändert. Olaf, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank erstmal. Ich möchte dich bitten, kurz in die Küche zu gehen. Danke. Wir sehen uns gleich wieder. Olaf ist jetzt in der Küche, setzt sich seine Kopfhörer auf. Und was er nicht weiß, seine Ex-Freundin ist heute hier. Und sie wird uns jetzt mal ihre Version der Geschichte erzählen. Herzlich willkommen. Sandy, dein Vertrauen ist auch mal missbraucht worden. Wie war das? Ja, das war von meinem Ex-Freund, weil ja, er mich des Öfteren geschlagen hat. Warum glaubst du, hat er dich geschlagen? Kann ich beim besten Willen nicht sagen. Hatte das nichts damit zu tun, dass er unbedingt mit dir schlafen wollte und du wolltest auch nicht? Auch beim ersten Mal, ja. Aber er hat ja immer wieder andere Gründe gefunden. Für ihn war ja jeder Grund recht. Was waren denn noch so andere Gründe? Ja, dass ich ihm kein Geld geben wollte für seine Drogen. Und du bist aber trotzdem mit ihm zusammengeblieben. Wie kann das sein? Wie lange wart ihr denn zusammen? Ein gutes Jahr. Und direkt am Anfang, nach welcher Zeit hat er dich geschlagen? Nach 2 Wochen. Aber du bist ein Jahr mit ihm zusammengeblieben. Wie kommt das? Abhängig geworden von ihm, weil ich zu viel Angst vor dem Alleinsein hatte. Und was war denn so das Schlimmste an der ganzen Sache? Was war das Schlimmste? Ja, die Drohung und dass er auch ja, meine Katze umbringen wollte, meine Familie. Und ihr habt euer Geld zusammengeschmissen und er hat dann alles wiederum für Drogen ausgegeben. Und du hast sogar mal eine Kriminaltat für ihn begangen. Ja. Was war das? Eine Frau überfallen. Aber du hast durch diese... Naja, eine tolle Sache ist es nicht. Du musst ihn ja sehr geliebt haben und... Aber du hast auch sogar deine Lehrstelle dadurch verloren. Wie kam das denn? Ja, sagen wir es so, wenn man nicht ewig zur Arbeit gehen darf, weil der andere ja lieber möchte, dass man da ist. Und wenn man abhängig ist, dann tut man... Hat er dich zurückgehalten? Solche Sachen. Teils, ja. Ist er dann auch zu der Arbeit hingekommen und hat erstmal den Leuten so die Meinung gesagt? Nein. Und es gab ja auch mal einen schrecklichen Vorfall in der Disco. Ja, das ist auch der springende Punkt gewesen, dass ich mich von ihm getrennt hatte. Da wollte er mich mit einem Messer abstechen. Und warum das? Ja, das war Anfang des Monats, nur ganz wenig Geld zum Leben, weil er schon alles ausgegeben hatte. Und ich sollte ihm auch noch das restliche Geld geben, wo wir nur noch 100 Mark hatten. Und da habe ich gesagt, nein, das brauchen wir für Essen. Und er war der felsenfesten Meinung, dass er es unbedingt braucht. Und da habe ich dann nachher irgendwann nachgegeben und gesagt, gut, hier hast du die Hälfte, mach du davon, was du willst. Ich kaufe von meinem was zu essen. Und dann hat er gesagt, dann kann ich ja auch gleich gehen und mich verpissen und so. Und dann bin ich rüber zur Bar, habe noch einen alten Bekannten getroffen, mit dem geredet. Ja, und dann meinte er, ja, ich möchte gleich mit dem ins Bett springen. Ist rüber, hat den erst noch bedroht mit dem Messer an der Seite. Und dann war er hinter der Disco mit dem Messer hinter mir her. Und wie ging es dann weiter? Er ist dann noch mit dir aufs Klo gegangen?
Ja, also die haben ihn des Öfteren rausgeschmissen, er ist aber irgendwie immer wieder reingekommen und dann dachten wir eigentlich, da wäre mittlerweile die Luft rein. Dann kam er aber von hinten und hat mich da rausgezogen und dann hat er zu den anderen gesagt, ist gut, ich mach das. Und dann war ich draußen, ja, und dann wollte er mich da auch umbringen. Da kam was zum Glück eine Bedienung, die das mitbekommen hatte und hat ihn zurückgehalten und gesagt, so, du gehst jetzt und so und hat auch was von Glück gemacht. Wie hast du denn darauf dann reagiert? Du hast es geschafft, dich von ihm zu trennen. Wie ging es dann weiter? Ja, also ich bin in der gleichen Nacht noch ins Frauenhaus geflüchtet. Dort bin ich auch geblieben. Er hat also mich dort aber auch gefunden. Und auch dort war der Terror gemacht mit Anrufen und Drohbriefen. Auch draußen war ich in der Telefonzelle, hat er mich auch abgefangen und den ganzen Tag festgehalten. Womit droht er dir denn? Ja, dass er mich findet und auch eben, ich habe ja auch ein paar Freunde gehabt, sag ich mal. Und eben, dass er denen was antut, geschweige denn, dass meine Familie was erleben wird. Wenn nicht was, du wieder mit ihm zusammenkommst oder rein generell? Erstens rein generell, weil ich ja, in seinen Augen habe ich ihn verarscht, indem ich gegangen bin und ihn allein gelassen habe. Und eben, dass ich nicht zurück wollte zu ihm. Obwohl ich noch ein zweites Mal mit ihm zusammen war, dummerweise. Glaubst du denn, dass er gerne wieder mit dir zusammen sein möchte, dass er auch wirklich glaubt, dass du das auch von ihm möchtest? Ja. Ja, das sitzt er jetzt da hinten und glaubt. Mhm. Dann holen wir ihn mal her und du bist jetzt der Meinung, du möchtest ihm wirklich sagen, was Sache ist. Ja. Verfolgt er dich immer noch? Ja. Gut, herzlich willkommen noch einmal, Olaf. Olaf, Sandy hat dir was zu sagen. Tja, lass mich in Ruhe. Bravo. Was macht der? Tja, die Briefe, Anrufe. Was für Briefe? Deine schönen Bekannten zu mir schicken mit dem Hund, alias Bombe. Ich hab mit Bombe gar nichts mehr zu tun. Ach nein? Was überhaupt für Briefe? Die ich vor meiner Tür finde, zum Beispiel. Was soll das denn? Hey, jetzt bist du aber auf. Was war denn das für ein Brief von dir? Tja, irgendwie musst du ja hierher kommen, damit ich dir das sagen kann. Ich will nichts mehr von dir, weil ich weiß, das Ding ist gelaufen. Und es gibt kein Zurück. Auf einmal? Vielleicht hätte es ein Zurück gegeben, aber... Drohst du ihr denn nach wie vor noch? Ich habe ihr nie gedroht. Ich habe ihr einmal gedroht, nachdem wir Schluss waren. Und seitdem nie wieder. Sie sagt aber, du stellst ihr nach wie vor immer noch nach. Überhaupt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Übertreibst du ein bisschen, Sandy? Ich meine, wir kennen jetzt beide Seiten. Nö. Ich hatte in der Zwischenzeit. Ich meine, das hat man ja allein gesehen, als ich mit ihm zusammen war. Da konnte ich auch teils zu meiner Mutter nicht gehen, weil ich im Gesicht grün und blau war. Und dann soll er noch mal sagen, dass er mir nicht nachstellt, geschweige denn mich nicht aus der Telefonzelle abgefangen hat. Was hat mich? In der Telefonzelle, bei der Telekom. Das war ja wohl ganz anders. Wie war das denn? Ich war auf dem Weg an sich nach Hause. Ich wollte zum Bus und hatte sie an der Telefonzelle gesehen, April, Mai waren wir noch mal zusammen. Ende April, ja. Ja. Und ich nur gehört hatte, dass Schluss war, weil bei uns im Dorf so ein Gerede war. So. Und ich an sich wissen wollte, was los war jetzt überhaupt, was das zu tun hatte oder was weiß ich. Dann an dem Gerede stimmte überhaupt nichts. Denn angeblich hätte ich eine Freundin gehabt haben sollen, nebenbei, obwohl wir beide es nochmal versuchen wollten. Also wenn sie nicht da war, soll ich bei einer anderen gewesen sein. Wie kamst du darauf, Sandy? Ich kam noch nicht drauf, sondern das habe ich erstens von einigen Seiten gehört. Das habe ich von dieser Frau selbst gehört. Zweitens, ja, man kann auch sagen, dass er mehr als dreckig ist in der Wohnung und auch sich, naja, Frauen gegenüber nicht gerade fein benimmt. Geschweige denn, dass er eigentlich eine Frau immer so sieht, dass die unter einem ist und eben zu tun hat, was man sagt. Frage ich mich wirklich, warum du das ein Jahr mit ihm ausgehalten hast und nicht einmal Anzeige gemacht hast oder so. Sagen wir es so, ich war ja auch im Krankenhaus und ich habe es verleugnet. Aus einem ganz einfachen Grund, weil mir das erstens zu peinlich war, das zuzugeben, dass ausgerechnet mir das passiert ist.
dass ich so bin, denn Angst vor dem Alleinsein, dass mich dadurch Leute in den Stich lassen. Aber nach so kurzer Zeit Angst vor dem Alleinsein? Ich meine, du bist noch ziemlich jung, ne? Naja, ich denke mal, da kriegst du wahrscheinlich dann was Besseres. Ja, ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen. Ich meine, dazu wäre einfach zu sagen, es ist ja bei vielen Frauen so, die werden geschlagen und sie trauen es sich nicht zuzugeben. Also sie ist wirklich kein Einzelfall. Also das ist ja schon mal klar. Ich habe mal eine Frage an den jungen Mann. Stimmt es, dass sie eine Frau überfallen hat, nur um dir deine Drogen zu finanzieren? Meine Drogen? Na, das ist ja nun nicht so, dass er davon die Drogen finanziert hatte, aber er hatte das Geld nun schon ausgegeben gehabt und wir hatten kein Geld mehr, um irgendwas für zu essen zu kaufen. Und daher, da ich auch Hunger hatte, eben, um den Hunger zu stillen. Nee, weil eben sagst du, das ist für ihn gemacht. Ja. Für Drogen habe ich nie Geld ausgegeben. Hast du keine Drogen genommen, Olaf? Ich habe Drogen genommen, natürlich. Habe ich ab und zu mal einen Joint geraucht, da ist ja auch nichts bei. Aber ich habe nie viel Geld dafür ausgegeben oder sonst irgendwas. Wenn dann war's mal. Im Dezember hat man knapp 1000 Mark und nach knapp einer Woche hat man nur noch 100 Mark. Das ist nicht viel für Drogen. Ich habe noch eine Frage an dich. Warum hast du sie überhaupt geschlagen? Also gab es da einen Grund für oder? Ja, das hat aber nichts mit ihr zu tun gehabt. Das hat einen anderen Grund gehabt. Das kommt von meinem Elternhaus her, weil ich mit meinem Vater, der hat mich ziemlich unterdrückt. Wir haben uns ständig geprügelt. Bei ihm war nicht gegen anzureden. Wenn ich irgendwas gesagt habe, habe ich aufs Maul gekriegt. So, und das hat sich eben jetzt auch geäußert, dadurch, dass ich mit nicht diskutieren konnte. Ich konnte nicht darüber reden, über Probleme oder sonst was. Ich bin einfach ausgerastet. Bereust du, dass du ausgerastet bist? Ja. Und du hast ja gesagt vorhin, du hast auch darunter gelitten, du hast eine Therapie gemacht. Bist du jetzt ein anderer Mensch? Er hat eine Therapie von knapp 2 Wochen gemacht, weil es ihm dann zu viel beim Psychiater wurde. Ja, ich bin also, ein anderer Mensch. Also er war knapp 1 bis 2 Mal da, das war seine Therapie. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich bin nicht mehr so aggressiv. Ich bin mit meinen alten Leuten nicht mehr zusammen. Ich habe mir einen Hund zugelegt. Das ist mein Ein und Alles. Das, wenn ich Stress habe, nehme ich mir meinen Hund. Aber du schlägst ihn nicht. Nein, ich schlag mich überhaupt nicht. Wenn du noch mal eine Freundin haben wirst, wie wirst du mit ihr umgehen? Sie hat genau dieselben Rechte wie ich auch. Dazu möchte ich mal eins sagen. Er hatte vor mir auch ein paar Freundinnen. Ich habe auch mit denen viel geredet, nachdem wir auch auseinander waren. Und er hat sämtliche Frauen des Öfteren geschlagen. Ja, das stimmt. Und misshandelt. Misshandelt nicht, ich habe öfter geschlagen. Ja, was ist denn schlagen, wenn man grün und blau von oben bis unten ist? Lass mich doch mal ausreden, bitte. Ich habe die Frauen geschlagen, das stimmt. Ich habe aber nie misshandelt, dass es so dermaßen war, dass sie ins Krankenhaus mussten oder sonst irgendwas. Ach, bei ihr, bei dir war das ein Ausnahmefall. Das war das erste Mal. Ach ja. So, und seitdem ich die Therapie gemacht hatte, in der Zwischenzeit hatte ich auch schon eine Beziehung über einen Zeitraum von 2-3 Monaten. Das ist aus einem anderen Grund kaputt gegangen, nicht wegen Schlagen oder sonst was. Und ich habe die Frau nie angefasst. Und ich habe Schluss gemacht, weil ich keine Beziehung mehr wollte, keine feste mehr. An dieser Stelle wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du noch weiter an dir arbeitest, dass sowas nie wieder vorkommt. Ich finde es ganz toll, dass ihr beide da wart. Vielen herzlichen Dank. Sandy hatte gerade Gelegenheit, ihrem Ex-Freund die Meinung zu sagen. Und wir begrüßen jetzt jemanden, die auch mal auf einen Kerl reingefallen ist. Herzlich willkommen, Nicole. Wie war das bei dir? Dein Vertrauen wurde auch einmal auf eine besondere Weise missbraucht. Ja, ich war mit meinem damaligen Freund. Ja, gab es immer Kleinigkeiten. Wir waren einmal zusammen, dann kam er an, ja, ich habe keinen Bock mehr, ist aus. Und dann ging es dann halt 2 Monate oder so, immer, mal waren wir zusammen, dann wieder nicht. Und irgendwann war dann halt kein Vertrauen mehr zu ihm da und dann sagte er dann, also war ich mit jemand anders zusammen und dann meinte er so, ja, pass auf bei dem und hat mich vor ihm gewarnt. Und ich habe ihm das halt nicht geglaubt, ich habe dann gesagt, ach, der will mich nur mit ihm auseinanderbringen, das stimmt halt alles nicht. Und dann sind wir dann halt weggefahren auf dem Campingplatz, sind dann also vor ihm geflohen, damit er uns in Ruhe lässt. Ja, und was ist da dann passiert? Ja, ich wurde von meinem damaligen Freund dann vergewaltigt.
Wie konnte das passieren? Hast du dich gewehrt? Wie kam es dazu? Wir hatten einen Wohnwagen für uns alleine und er wollte den ganzen schlafen. Ich habe gesagt, ich will nicht, es geht mir zu schnell und ich wollte einfach nicht. Und, ja, und dann, er hat halt Gewalt angewendet. Also er hat mich dann nachts irgendwann, ja, mehr oder weniger geweckt. Ja, und wie hast du dann reagiert? Bist du sofort abgehauen? Nee. Was hast du gemacht? Ja, ich konnte ja nicht weg, das war ja nicht in Hamburg, das war ja in Soltau. Und dann stand ich da, kein Geld gehabt und wusste nicht, wie ich weg sollte. Ich habe gesagt, naja, wir fahren abends mit seinen Eltern nach Hause. Hab dann zugesehen, dass ich dann halt nicht mehr allein mit ihm irgendwie bin. Oder jedenfalls nicht im Wohnwagen. Also wir sind ins Gelände halt gegangen und so. Und ja, ich habe dann meine Freundin auch angerufen, mit der dann am Telefon habe ich ihr Andeutungen davon gemacht. Dann habe ich ihr dann halt erzählt, also wenn ich wieder in Hamburg bin, dann erzähle ich ihr den Rest dazu. Wie hat die reagiert? Ja, sie war auch ziemlich geschockt. Und dein Freund, der andere Kumpel von dir oder dein Ex-Freund, der hat dich ja vor ihm gewarnt. Warum hast du ihm nicht vertraut? Ja, weil kein Vertrauen mehr da war. Ich habe nur gedacht, er will mich mit ihm auseinanderbringen, dass er eifersüchtig ist. Und wie bist du dann letztendlich mit der Geschichte fertig geworden? Wie hast du das verarbeitet? Ich habe das verdrängt. Bin ihm dann aus dem Weg gegangen und so. Und hast du jetzt noch Kontakt zu ihm? Selten. Also ich sehe ihn hin und wieder mal, aber jetzt gar keinen mehr. Er ist aber in deiner gleichen Clique, wie du auch bist. Ja, ich bin da nicht mehr drin. Nicht mehr? Nein, das ist jetzt vorbei. Warst du aber noch eine ganze Zeit? Ja. Und wie hat er denn dann in der Clique reagiert? Was hat er gesagt? Er hat es abgestritten. Das kam auf einer Party zur Sprache und dann hat er es abgestritten. Hat gesagt, das war gar nicht so und ich wäre diejenige gewesen, die es gewollt hätte und so. Hier ist auch jemand von... Eine Freundin von dir, die auch in derselben Clique ist im Publikum, übertreibt sie die Sache oder wie hast du das erlebt? Also ich habe es damals nur vom Hören, also ich kenne es nur vom Hören, aber ich glaube es einfach nicht, dass er es gemacht hat, weil erstmal hätte sie sich wehren können. Also bin ich der Meinung, weil er ist wesentlich schmaler als sie, kleiner. Und dann ist, ich weiß, es ist eine ziemlich heftige Aussage, aber ich kenne ihn ziemlich lange, ich kenne sie auch ziemlich lange und ich weiß, wie kräftig beide sind. Beziehungsweise wie kräftig sie auch Jungs gegenüber ist. Warum sollte sie denn sowas erfinden? Weil sie gerne im Mittelpunkt steht. Das ist aber eine heftige Geschichte, um im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich denke mal auch, wenn ich vergewaltigt werde, dann schreie ich wie so eine Verrückte. Also ich lasse mir das ja nicht gefallen. Wenn ich das nicht will, dann will ich das nicht. Und ich denke mal, irgendjemand hat das doch so im Umkreis mitgekriegt, oder nicht? Sicher. Also ich bin noch nicht ganz ruhig, wenn ich vergewaltigt werde. Das hört doch jemand, oder? Ich war wie gelähmt. Ich kann nichts sagen. Ich kann mich nicht wehren, gar nichts. Ja, vielleicht nächsten Tag den Eltern oder so. Man hat mich getraut. Ah ja, also das ist auch wieder so ein klassischer Fall. Also ich glaube, dass man damit auch nicht ganz so leicht umgehen kann und sich da wahrscheinlich auch schmutzig fühlt. Ich weiß nicht, hast du dich danach einfach auch... Wie alt warst du da? Da war ich 17, ja. Ich sag mal, wenn das wirklich passiert wäre, dann hätte ich diesen Jungen auch nicht mehr in meine Wohnung gelassen oder hätte keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Und den Kontakt hat sie gepflegt. Ich sag mal, wir haben uns teilweise dienstags bei ihr getroffen und wenn er sie wirklich vergewaltigt hätte, hätte ich zu ihm gesagt, ihr könnt alle kommen, aber du bleibst draußen. Und das hat sie nicht getan. Sie war freundlich, nett, höflich zu ihm, wie zu jedem anderen von uns. Das machen aber viele Frauen auch, vor Scham, weil sie Angst auch vielleicht vor demjenigen haben. Das glaube ich nicht. Also ich weiß es nicht. Also ich bin der Meinung, wenn das wirklich passiert ist, dann möchte ich mit demjenigen gar nichts mehr zu tun haben und dann gehe ich ihm aus dem Weg und lasse ihn auch nicht in meine Wohnung rein. Hat ihn denn jemand mal aus deiner Clique zur Rede gestellt? Ja. Wie war das? Ja, was hat er darauf reagiert? Er hat es abgestritten. Er kam dann auf mich zu und hat gefragt, was das soll. Warum ich so eine Scheiße mit ihm erzählen? Habe ich gesagt, das ist... so sehe ich die Dinge. Wenn du sie anders siehst, ist es dein Problem. Ich sehe das so. Und ja. Ich habe ihn daraufhin dann irgendwann eine gescheit, weil er mich nicht in Ruhe gelassen hat den Abend. Wir wollten ihn ja eigentlich auch einladen. Warum wolltest du das nicht? Ich möchte nicht sagen. Und wie ist dein Verhältnis jetzt zu Jungs, die du kennenlernst? Hast du da überhaupt noch irgendein Vertrauen? Kannst du da noch was aufbringen? Schwer. Wir haben noch jemanden hier. Ihr Vertrauen wurde auch missbraucht. Sie heißt auch Nicole. Herzlich willkommen. Nicole, du bist Expertin in Sachen Vertrauensmissbrauch? Ja, kann man so sehen. Und wie sieht sowas aus bei dir oder wie sah sowas aus in einer Beziehung mit deinem Partner? Ja, also es war
Am Anfang, es war immer viele kleine Streitereien und so. Wir haben uns, ja, im kleinen Raum praktisch immer gestritten. Das wurde dann immer massiver. Beschimpfungen wurden dann auch massiver. Dann ging es so weit, dass er mir immer schon mal so im Spaß androhte, ah, ich nehme gleich dein Auto und fahre. Und es kommt dazu, er hat keinen Führerschein. Trinkt auch sehr gerne sehr viel Alkohol. Und ich habe gesagt, nimmst du jemals mein Auto oder so, dann zeige ich dich an. Ja, und dann waren wir auf einer Feier. Und er hatte auch wieder etwas mehr getrunken. Und es kam ein Streit zwischen uns auf. Und dann ist er halt völlig abgedreht. Hat dann mein Auto genommen. Ist damit mit 3,4 Promille gefahren. Ohne Führerschein. Und? Wie hast du darauf reagiert? Im ersten Moment war ich so fertig, dass ich eigentlich nur geheult habe. Und dann war ich so furchtbar wütend, denn mit meinem Autoschlüssel und meinem Auto hat er mir auch meinen Haustürschlüssel und alle anderen Dinge mit entwendet. Und dann hast du ihn? Angezeigt. Du hast ihn angezeigt, weil er dein Auto genommen hat. Ist noch was anderes vorgefallen? Wie weit ging das? Gut, danach waren wir dann wieder zusammen. Dann fing er an, bei mir, als eine Freundin da war, die Küche zu verwüsten. Daraufhin bin ich zu ihm, habe seine Wohnung verwüstet. Ihr wart ja mehrere Male auseinander und wieder zusammen. Wie oft? 83 Mal. Und er musste deinetwegen auch ins Gefängnis? Ja. Jetzt erst vor kurzem hat er da eingesessen und wird demnächst noch mal hin müssen, weil er halt auch verurteilt wurde, hat eine Geldstrafe bekommen. Und da wie ist dein Verhältnis zu ihm? Immer noch gut. Wir sind also immer noch gut. Wir haben ihn hier. Herzlich willkommen, Manuel. Manuel, eine lustige Geschichte, die ihr beide habt. Sie hat mitgezählt. Ihr wart 83 Mal zusammen und wieder getrennt. Also die genaue Zahl hätte ich jetzt nicht gewusst. Wieso weiß du sie eigentlich, Nicole? Ich schreibe Tagebuch und will das auch irgendwann mal als unsere Geschichte veröffentlichen. Wie glaubst du, konnte es zu all dem kommen? Ich meine, du musst jetzt zweimal ins Gefängnis. Ja, das erste Mal, das war ja nur die Strafe. Und das zweite Mal, sind dann die Gerichtskosten. Die muss ich dann auch noch absitzen. Nee, Moment mal, das erste Mal, weil du das Auto geklaut hast? Ich hab das ja nicht geklaut, das behauptet sie ja. Ich meine, ich habe vom Gericht die Schuld bekommen. Aber, ja, du nimmst das ja ziemlich locker. Wie ist es denn so im Gefängnis? Locker. Und was sind deine Racheaktionen gegenüber Nicole? Ach, ja, sie hat dann nebenbei gearbeitet und hat gleichzeitig Sozialhilfe empfangen. Dann habe ich dem Sozialamt Bescheid gesagt. Wie ist das Verhältnis heute? Vertraust du ihr? Kein Stück. Aber sie vertraut dir. Ja, kann sie ja gerne, aber ich ihr nicht. Du sollst ihr Auto zerkratzt haben. Ja, das sagt sie. Wenn ich ihr vertrauen würde, dann würde ich es vielleicht auch zugeben, aber ich vertraue ihr nicht. Weil du mit Konsequenzen rechnest. Dann habe ich morgen wieder eine Anzeige am Hals, aber habe ich keine Lust mehr. Oh Mann, solange ihr glücklich seid, finde ich das klasse. Vertrauen sollte man wirklich nur den besten Freunden, weil sonst kann man ganz schnell im Gefängnis landen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart, ihr alle hier.